Hallo, diesmal möchte ich mir MS DocDump anschauen. Ein kleines Tool, mit dem man Dateien auf Webseiten finden kann. Wie fängt es an? Überraschenderweise mit einem Git Clone. Und einfügen. Gut, dann müssen wir wieder in das Verzeichnis reinwechseln und den pip3-install-requirements machen. Sobald das fertig ist, es dauert wohl doch etwas länger. Ja, schauen wir uns dabei nochmal. Ah ne, jetzt ist er fertig. Gut. Requirements. So. Hoch. Ich muss natürlich ins Verzeichnis rein. So, dann schauen wir mal weiter. Linux-Users. Okay, ich muss noch ein EXIF-Tool installieren, falls es noch nicht drauf ist. Ja, möchte ich installieren. Und danach Python 3, MS-DocDump Py. Und eine Domain. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Python 3, MS-DocDump Py, github.com minus t target. Und damit das ein bisschen weniger ist, minus n number, sagen wir mal 5. Ja, der checkt jetzt halt einen Haufen Dateiformate. Kann der ein minus H? Ja, minus H für Help, minus D für Download. Das ist natürlich toll, wenn der die Dateien auch gleich runterlädt und Metadaten ausliest. Und die Anzahl Dateien. Wäre es ja mal interessant, das auszuprobieren. Machen wir mal nur 1 und minus d, was dann passiert. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Ja, das ist jetzt natürlich schade, dass das mit dem minus d nicht geht. Und ich wollte es jetzt mal mit zwei Dateien versuchen, in dem Fall, dass vielleicht bei der zweiten Datei gehen würde. Aber Google ist jetzt schon der Meinung, dass ich zu viel gemacht habe. So, 6 Stunden ist es her. Da habe ich diese Fehlermeldung gemeldet und sie ist closed. Schön. Gibt es dann ein neues Update? Gut. Und der History steht ja auch drin. Require. Und dann können wir uns das auch sparen, das hinzuschreiben. So, und wenn wir jetzt Glück haben, wird es funktionieren. Ah ja, jetzt hat er auch eine Datei gefunden und will sie herunterladen. Okay. Ja, das ist doch ein ganz nettes Tool und ich muss sagen, ich bin von der Wartung her echt begeistert, dass es das so kurz gedauert hat. Hat er das jetzt runtergeladen oder nicht? Hier drin ist nichts. Aber wahrscheinlich in github.com. Genau. Da habe ich die Dateien, hier oben habe ich die Metadaten, die kann ich mir natürlich jetzt
auch noch rauskopieren und in eine Textdatei reinspeichern. Also von daher eine recht coole Sache. Mit der Einschränkung, dass Google einen halt blockt, wenn man zu viel macht. Cooles Teil. So, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao.